Also die Konzept von Mein Baum, Dein Baum ist eigentlich sehr, sehr einfach. Wir pflanzen Bäume im Vorgarten gratis. Das ist ein Herzprojekt und es ist wirklich unsere Ziel, dass wir mehr Grün in Basel haben. Ich hoffe, er macht diese Bäume, dass wir haben entscheidet. Sehr wichtig ist es, weil wir machen immer einen ersten Termin mit dem Eigentümer und dann wir schauen also ganz spezifisch an die Gebäude, die Eigentümer. Und es ist nicht nur, hey, ja, hier ist ein Baum, aber wir schauen wirklich zusammen, was ist die beste Baum für diese Vorgarten. Hallo! Hallo! Das ist wunderbar, ja? Alles okay, ja? Super, ja? Gefällt yeah. Mir sehr gut, ja? Und wo steht vor? Wir haben das Loch ein bisschen sparsam gemacht, weil wir wollen die Pfingstrose eigentlich behalten. Ja, das wäre so, ja. Das wäre nämlich schön als Unterbepflanzung. Eins, zwei. Aha. Hey, Schatten! Baum Nummer 5. Nummer 5? Ja, genau. Ich bin immer so zufrieden, wenn wir können einen Baum pflanzen. Ja, es bringt, nein, es bringt unglaublich viel. Also man sieht schon einen Unterschied, ja, oder? Ja, 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 ja. Nein, das ist super. Ja. Hey, ja, vielen Dank für die Anrufe von Sandro. Der gibt im Sommer schön Schatten und im Winter ist er schön hell. Dann kommt der Sonne im Winter am Haus und im Sommer deckt er ab, oder? Das ist eigentlich das Ziel von diesen Bäumen. Jeden Baum in der Stadt bringt unglaublich viel. Auch von ästhetisch her. Also für die Klima sicher, aber auch für ästhetisch her. Ja. Wir haben so einen dankbaren Beruf. Wir dürfen Bäume setzen, Pflänzchen setzen. Das, was die meisten Leute am Wochenende machen, machen wir den ganzen Tag. Wir träumen und wir pflanzen für die Zukunft. Nicht für jetzt, aber für die nächsten 30, 50 Jahre. Schau mal. Jetzt kannst du einfach so Wasser geben. Jetzt tue ich ihm nachher, kannst du es heben, den Schlauch. Okay, das ist super. Hey, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Gerne. Toll, dass ihr das gemacht habt. Ja. Und, toll, dass ihr so ein Projekt habt, wo noch etwas für die Stadt macht. Und das kannst du ja alle zwei, drei Tage kannst du das machen. Genau. Sehr cool. Noch Freude. Ja. Das ist eben genau das Geniale von Mein Baum, Dein Baum. Oder? Das ist ja so simpel und er gibt genau eigentlich auch ein Stückchen mit dem, gibt's den Leuten eigentlich die Möglichkeit, etwas zu machen. Oder? Meistens hat man ja so das Gefühl, man kann nichts machen. Und wenn man einen Baum einfach pflanzen kann, dann kann man eben etwas machen und leistet einen grossen Beitrag zum öffentlichen Raum. Also, tschüss zusammen. Hey. Tschüss. Oh. Spass.